Sendung in Düsseldorf am 13.03.2020. Ich schalte jetzt mal mein Video ein. Fantastisch. Ich stehe hier in der Küche. Ihr kennt auch dieses Schriftstück, das sich Grundgesetz nennt, oder? Weil der Schall gut durchkommt. Ich mache einen kleinen Rundflug. Auch der Abstand ist gut eingehalten hier. Damit alle Leute, die meinen, der irgendwas, ich stehe ja weit weg von allem. In der Gesellschaft. Und gut im Ton. Freunde der Demokratie. Wir haben einen Zielkatalog für diesen gesamten Aufruf. Es reicht. Ein Jahr Lockdown-Politik. Es reicht, es reicht, es reicht. Und der ist folgendermaßen. Wir stehen für folgende Werte und Ziele auf. Wir sind hier gemeinsam für unveräußerliche Grund- und Menschenrechte und für Menschenwürde weltweit. Wir sind für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, für Verhältnismäßigkeit in der Politik, für Politik als Dienst an der Gesellschaft und für einen offenen Dialog, der momentan offen verweigert wird. Gleichzeitig. Oh, jetzt kommt ein paar Röhren durch. Noch hält der LKW, das ist ein gutes Zeichen. Wir sind natürlich auch hier, weil wir wegen diesen Maßnahmen und Regierungsmaßnahmen sind. Und deshalb stehen wir auch hier am Landesparlament. Und das wird von diesen Menschen leider geduldet. Und sogar noch unter den anderen Jahren. Ich wurde sogar nicht mit dem Michel Laden Bundesländerweite, Tragweite wurde sogar noch verlängert. Das ist wirklich ein Hohn, weil man hier mit Evidenz versucht zu argumentieren, diese Evidenz aber schlicht und ergreifend nicht vorliegt. Also wir sind hier an einem symbolträchtigen Ort. Ich weiß, Wochenende und wird gerade nicht gearbeitet. Trotzdem ist das ein Zeichen. Guckt euch mal um, guckt euch an, wie viel ihr seid. Schreibt doch mal links und rechts von Freunden. Noch sieht das ja alles wunderbar aus. Ich zähle nicht mehr als 500 Leute. Hier ist der neue Berliner Zählweise. Also, wir sind hier. Natürlich nicht gegen die Menschen dort. Das ist auch die falsche Stelle, aber gegen die Politik, die diese Menschen ausüben oder dulden. Leider. Wir sind gegen autoritäre Corona-Entscheidungen, gegen die Infektionsschutzgesetzermächtigung, insbesondere die des letzten Jahres. Zensur, die mannigfaltig momentan unsichtbar ist, insbesondere in Internetplattformen. Wir sind gegen die Unterdrückung des offenen Dialogs. Deshalb, Freunde, lasst uns einmal alle zusammen Frieden, Freiheit, Demokratie, Frieden! Ob wir uns da drin nur schon hören, wenn wir das sitzen würden, das werden wir gleich auf jeden Fall noch mal und über den Tag verwaltet noch öfters machen. Denn ich weiß nicht, wer von euch am 7.11. in Leipzig war. Vielleicht mal noch ein paar. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass das so ein fantastischer Moment war, als dieser Demonstrationszug friedlich und demokratisch alte Route von 89 angefangen hat. In diesem Geiste versammeln wir uns heute hier. Selbstbestimmt und friedlich. Ein Jahr Lockdown-Politik, das reicht. Ich will euch hier auch gar nicht vollsülzen, denn das grundsätzliche, die grundsätzliche Stimmung dieser Art des Zusammenkommens, die wir vermutlich in der Zukunft noch öfter haben werden, ist, dass wir keine Bühne im eigentlichen Sinne, keine Reden vorbereitet haben, weil es ist einfach alles gesagt. Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Es wird verfassungsbrüchig gehandelt. Wir stehen hier für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Gemeinschaft.
Daran hat es auch schon vor Corona meines Erachtens nach gemangelt. Doch das Corona-Regime treibt es maßlos auf die Spitze. Diese Verantwortungslosigkeit muss mit einem Rücktritt und einem darauf folgenden offiziellen Corona-Untersuchungsausschuss, der dem ganzen Spuk ein Ende setzt, sauber abgeklärt werden. Einige von der Polizei. Einen Moment bitte. Macht doch ein bisschen Lärm gleich mal für euch. Ich stehe hier in einem Winkel, wo die meisten Leute nicht dran denken, ein Gewinnspiel das hier ist. Sonst geht das auch auf mich zurück, sonst müsste eventuell diese Versammlung abgebrochen werden. Ich gebe nur das weiter, was mir gerade gesagt wurde. Und bitte denken Sie auch, wie jetzt? Das Beamtendeutsch kommt schnell durch. Ich komme hier vorne, ihr lieben Menschen, bitte nach hinten raus, ist noch Wiese, ist noch Platz, die zur offiziellen Versammlungsfläche gehört. Bitte nutzt diesen Raum, nutzt diesen Platz. Wir sind ja eigentlich jetzt gerade erst aus der Sammlungsphase raus und es werden natürlich noch Menschen nachkommen, weil die Parkmöglichkeiten hier mitten in der Innenstadt beschränkt sind. Also bitte, ich sehe noch keine Bewegung, bitte nach hinten raus noch die Versammlungsfläche nutzen. Okay, vielen Dank auf jeden Fall für euch. Ihr seid klasse.